So, zurück bei Weird West. Und ich glaube, ich bin damals nur in das Gebiet hier reingegangen, damit ich speichern konnte. Ihr Schmuck wurde von einem Schwein angefasst. Würde sie der Gedanke anwidern, dass schöne Ketten oder Ringe, die sie bei einer gewissen Juwelierin in Cedar Flats gekauft haben, von einem Schweinemenschen angefasst, wenn nicht gar geschmiedet wurden, unterstützen sie unser Anliegen, die garstige Kreatur aus Cedar Flats zu vertreiben. Gerne nehmen wir Geld, Rationen und Waffen an. Ja, wir waren hier in das Gebiet nur reingegangen. Weil ich sonst hätte nicht speichern können. Aber ich gucke mich kurz um. Wenn man schon hier ist. Toll, selbst in den Bereichen, wo die nicht aggressiv, also nicht gefährlich für einen sind, verstecken die goldene Karten. Nee, ich will nicht deinen Sommermantel abholen. Das sind random Dinger. Guten Tag, Santa Cloud. Beschützt die Quali-Run-Silbermine vor dem Angriff der Träumerin. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Geweihter Boden, ein Begleiter vom Stamm des verlorenen Feuers, zeigt auf einen heiligen Ort abseits der Prärie und bittet dich, eine Pause einzulegen, um ihn zu ehren. Frische Spuren in der Nähe könnten bedeuten, dass ihr dort nicht alleine seid. Zeige den nötigen Respekt. Unsere Verbündeten, die aus ihrem Gebiet vertrieben wurden, haben an diesem Ort ihre gefallenen Krieger begraben. Was ist denn hier los? Kolonisatoren, die sich an den Begräbnishäusern vergehen. Das bedeutet Krieg. Oh, wie unangenehm. Hör zu, Fremder. Die Toten brauchen den Kram doch nicht mehr, oder? Und in den kleinen Hütten ist eine Menge gutes Zeug verbuddelt. Wie wär's, wenn du dich von deiner komischen Begleitung verabschiedest und dir eine Schaufel schnappst? Ist mehr als genug für alle da. Kein Grund, an Blutvergießen zu denken. Wir haben genug, oder etwa nicht? Wir gehen jetzt und du kannst dich mit den Resten begnügen. Es sei denn, du willst kämpfen. Nix da. Keine Vendetta und ihr sollt gefälligst sterben. Gut gemacht, Desiderio. Übergebt den gestohlenen Gegenstand, die Opfergaben.
Wie ist das, wenn ich jetzt einfach irgendwas ausbuddel? Ja, aber es wird mein indianischer Begleiter nicht gut finden. Aber ich habe kaum Munition. Screams coming from the silver mine. Electricity in the air. Witches are close. Okay, anscheinend funktioniert, die in der Hecke zu verstecken, nicht ganz so gut, wie ich dachte. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich wollte die Leiche durchsuchen. Okay, die Restchen sind wohl in der Mine dann drin.
Lieferblick der Quail Run. Hallo Knallhart. Erst Leichen durchwühlen, dann reden, das wirkt sympathisch. 3 Kisten Silbererz, 1 Kiste Silbererz, 2 Kisten Silbererz Spende. Um noch mehr Werwölfe zu erzeugen. Ich hätte es sehr gerne leise gemacht. Aber man hat gesehen, es ging nicht. Weil ich entdeckt wurde. Es gibt bestimmt ein No-Kill-Run-Achievement. Weg hier, die Hexen sind da. Moment, du bist einer von Gavans Hunden, was? Scheiße, und wenn du Jepp persönlich wärst, diese Hexen sind mordlüsternd. Wollen unser Silber, die Geister sollen sie holen. Die meisten meiner Kumpel sind schon tot. Ich denke, solange die Hexen noch drin sind, wäre es besser, die Mine zu sprengen. Interessiert? Fragen, ob noch Bergleute am Leben sind. Ein paar saßen fest, als ich weglief, aber ich wette, sie sind schon tot. Hör zu, diese Hexen werden weiter morden, wenn wir ihnen jetzt nicht Einhalt gebieten. Begrenzen wir unsere Verluste. Wie kann man die Mine sprengen? 4 Stangen Dynamit sollten genügend sein. Da, den Gang entlang ist ein Lagerraum, aber vorsichtig. Die Hexen sind überall. Und ich habe keine Angst vor Hexen. Nee, mein Team braucht mir da unten nicht helfen. Hey, hier drüben. Scheiße, zum Glück ist einer von Gavans Hunden. Verzeihung für mein Französisch. Diese Hexen haben schon die Hälfte meiner Männer umgelegt, sind hinter unserem Silber her. Wir können hier erst raus, wenn du alle Hexen ausgeschaltet hast. Mach diese Schlampen fertig, ja? Weil man es immer mit jedem neuen Charakter erstmal keine Munition hast, ne? Nee, nee.
Nee. Urlaub. So schmeckt der Urlaub, Urlaub, so schmeckt der Urlaub. Ich glaube, mein eigener Typ hat mich gerade erschossen. Ihr macht das schon. Und sonst alles klar bei euch? Wer isst heute Fisch? Weil Ostern ist? Weil Karfreitag ist? Upsala. Ja, scheiße nochmal. Oh, und da ist jetzt Speicherpunkt. Boah, ich möchte... Ich möchte nicht mehr. Gehen wir andersrum. Partner, die Ladung ist bereit und man kann heute Nacht ausgeliefert werden. Ist der Käufer soweit? Warte nicht zu lange. Die Scheiße lässt sich nicht ewig verstecken. Die Ware befindet sich am Ende von Lager A. Hallo Dragon. Nimm mal das ganze Kochzeug rüber. Endlich hat eine Mine auch wirklich mal Dynamit.
in fast jeder Kiste. Okay, bei manchen gab es einfach schon Fisch. Na komm, das wird reichen. Oder auch nicht. Habe ich die letzte betäubt. Besitzurkunden. Ich habe niemanden getroffen, der Besitzurkunden braucht. Waren vielleicht die Besitzerkunden, die du als Indianer zurückgegeben hast? Da sind wir auch ganz weit weg von. Von der Region. Der verbrennt. So, hier sind es eh nur noch zwei Träumer. Ich glaube, ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich eigentlich noch in die Hauptstadt wollte, um Munition einzukaufen, habe es dann jetzt nicht gemacht. Aber es ist nicht schlimm. Man wird trotzdem obsiegen. So, du hast dich um alle Hexen gekümmert. Gepriesen seien die beschissenen Geister. Entschuldige, mein Französisch-Adept. Es ist nur so, die Hexen haben so viele meiner Männer getötet.
Jetzt, wo die Hexen weg sind, können wir das restliche Silber einsammeln und es an Franziskus schicken, wie vereinbart, aber da ist noch etwas. Ich habe die Hexen reden gehört. Es ging darum, dass ihre Anführerin eine Prophezeiung aufhalten will, über einen Blutmond. Sie meinten, dass sie auf dem Weg zu einer Geisterhalle in Shepherd's Dale seien, um einige neue Hunde zu vernichten. Du solltest dich besser beeilen, sonst ist es um die Rekruten geschehen. Verdammt, bitte entschuldige meine Ausdrucksweise, Adept. Treffe ich in Shepherd's Dale. Dieser Hinweis auf dem Blutmond-Tempel hat sich bewahrheitet. Ich habe ihn gefunden, aber diese verdammten Hexen haben nichts... Aber diese verdammten Hexen geben nicht auf. Ich habe gehört, dass sie unseren neuen Rekruten in Shepherd's Dale angreifen wollen. Ich bin schon auf dem Weg dorthin. Ich verstehe... Oh mein Gott. Ich versuche, dir ein paar Hexenschädel übrig zu lassen, die du zermalmen kannst. Keine Sorge, ich nehme das Silber schon mit. Der Loot ist random. Von den Kisten. Hab letztes Mal was ganz anderes bekommen. So, wie gesagt, erstmal zu einer Stadt. Die Hexe wieder.